Ihr habt eure Kennwörter zu eurem Windows-System vergessen? Das ist natürlich ärgerlich, aber was nun? Ich zeige euch drei Möglichkeiten, wie ihr eventuell doch noch auf euer System zugreifen könnt und euch ein neues Kennwort vergeben könnt. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik-Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es um ein Thema, was man eigentlich machen kann, wenn man das Windows-Kennwort seines eigenen Rechners vergessen hat und sich somit nicht mehr anmelden kann. Ich zeige euch drei Möglichkeiten, wie ihr wieder Zugang zu eurem System erhalten könntet. Abonniert doch am besten rechts unten noch meinen Kanal, dann gibt es immer eine Info, wenn es neue Videos gibt. Aber jetzt, los geht's! Wir befinden uns auf einem normalen Windows 10 Rechner mit unterschiedlichen Konten. Das Konto Mein Konto ist ein lokales Windows-Konto ohne Administrationsrechte. Das Konto Root ist auch ein lokales Konto mit Administrationsrechten und das Konto Jan ist ein Microsoft Online-Konto. Als erstes zeige ich euch, was ihr tun könnt, wenn ihr das Kennwort eures Microsoft Online-Kontos nicht mehr kennt. Hier haben wir den Vorteil, dass mit einer bestehenden Internetverbindung das Ganze sehr einfach zurückgesetzt werden kann. Klickt hierzu einfach auf "Ich habe meine PIN vergessen". Ihr könntet nun auf Kennwort vergessen klicken, um euer Kennwort zurückzusetzen. Da ich dies aber nicht tun möchte, demonstriere ich es euch mit dem Zurücksetzen der PIN zum Einloggen. Der Vorgang ist nämlich derselbe. Bei aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung müsst ihr nun die Authentifizierungs-PIN aus der App eingeben. Jetzt wird nochmal gefragt, ob ich meine PIN wirklich zurücksetzen möchte. Dies bestätige ich und gebe dann zweimal meine neue PIN-Nummer ein. Und zack, sind wir angemeldet. Und das Kennwort zu eurem Online-User ist zurückgesetzt. Melden wir uns gleich wieder ab, damit ich euch Möglichkeit 2 zeigen kann: das Zurücksetzen eines lokalen Windows-Passwortes. Klickt auf den User, gebt ein Kennwort ein. Dieses wird dann vermutlich falsch sein. Ihr habt nun die Möglichkeit, auf Kennwort zurückzusetzen klicken. Klickt hier drauf. Es werden nun die von euch bei der Erstellung des Kontos eingegebenen Sicherheitsfragen abgefragt. Beantwortet diese entsprechend korrekt. Ich habe für dieses Video alle Antworten auf Start 1, 2, 3 eingestellt. Wenn alle drei Fragen korrekt beantwortet wurden, erhaltet ihr die Möglichkeit, ein neues Kennwort einzutragen, was ihr zweimal tun müsst. Die Funktion mit dem Passwort Reset über die Fragen kam erst mit Windows 10 18.09. Solltet ihr eine ältere Version haben, so wird euch diese Möglichkeit leider verwehrt. Jetzt kommen wir zu Möglichkeit 3. Wenn alles gar nichts hilft, müssen wir das Kennwort bei dem User einfach entfernen. Hierzu fahren wir den Rechner, dessen Passwort wir nicht haben, einmal komplett herunter und nehmen uns einen anderen Rechner vor, zu dem wir Internetzugang haben. Geht auf Google und sucht nach LaceSoft. Der Link steht auch hier unten in der Beschreibung des Videos. Geht auf Download und ladet die aktuellste Version von LaceSoft Recovery Suite herunter. Wichtig ist, dass ihr die Home Edition herunterladet, da diese kostenlos ist. Startet nun die heruntergeladene Datei mit Doppelklick und klickt euch durch den Installationsprozess. Startet danach das Programm. Nachdem das Programm gestartet ist, klickt auf das grüne Feld Burn CD USB Disk. Wählt als nächstes die Version des Rechners aus, auf dem ihr das Windows zurücksetzen möchtet. Bei mir ist dies Windows 10 64-Bit. Unter Optionen müsst ihr nichts verändern. Nun habt ihr die Möglichkeit, für das Zurücksetzen des Kennworts eine CD oder DVD zu brennen, einen USB-Stick zu nutzen oder euch eine ISO zu erstellen. Für die meisten wird der USB-Flash die richtige Auswahl sein. Ich nehme eine ISO, von der ich bei dem Testsystem besser booten kann.
Das Bootmedium wird nun erstellt. Je nachdem, was ihr ausgewählt habt, seid ihr nun fertig. Ich kopiere mir noch die ISO auf einen USB-Stick, um dann von dem anderen PC vom USB-Stick booten zu können. Solltet ihr vorhin USB-Stick ausgewählt haben, ist der schon fertig eingerichtet und ihr könnt direkt den Rechner, an dem ihr das Kennwort zurücksetzen möchtet, von dem USB-Stick booten. Ich stelle jetzt noch im BIOS um, dass der Rechner vom USB-Stick booten soll. Dies ist bei jedem Rechner oder Hersteller ein wenig anders. Dann sieht es aber so aus. Wählt in diesem Auswahlmenü Lasoft Live CD aus. Klickt nun rechts unten auf Password Recovery. Wählt Reset Windows Passwort aus. Bestätigt, dass ihr das Ganze als Privatanwender nutzt. Klickt auf Next. Als nächstes erhaltet ihr eine Auswahl aller User auf dem Rechner. Wir wollen dem User Mein Konto das Passwort zurücksetzen. Klickt nun auf den blauen Kreis Reset Unlock. Fertig. Das Kennwort des Users wurde entfernt. Startet nun den Rechner neu und startet Windows ganz normal. Wählt den User, bei dem das Kennwort zurückgesetzt wurde, aus. Ihr seht, ihr müsst kein Kennwort mehr eingeben. Ihr seid direkt eingeloggt. Vergebt nun, nachdem ihr angemeldet seid, dem User ein neues Kennwort. Dies geht über Start, Anmeldeoptionen, Kennwort.
gebt zweimal das neue Kennwort an und schon habt ihr dem User ein neues Kennwort vergeben und ihr könnt wieder auf eure Daten zugreifen. So, da bin ich wieder zurück. Ihr seht, dass es möglich ist, euer Passwort zurückzusetzen. Am einfachsten mit einem Online-Konto. Solltet ihr ein lokales Konto nutzen, so achtet darauf, dass ihr wenigstens die Wiederherstellungsfragen eintragt. Aber selbst wenn alle Stricke reißen, könnt ihr euer Konto immer noch retten. Wenn es auch ein wenig aufwendiger ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns am besten beim nächsten Video von Jans Technik Channel. Bis dahin, macht's alles gut, euer Jan.